Liebe Saskia, lieber Norbert, lieber Olaf, liebe Genossinnen und Genossen. Erst einmal im Namen des Deutschen Gewerkschaftsbundes solidarische Grüße an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eures Zukunftscamps. Der Wahlkampf nimmt offensichtlich Fahrt auf. Es sind nur noch 98 Tage bis zur Bundestagswahl. Anlässlich eures Parteitages am 9. Mai hatte ich schon im Namen aller Gewerkschaften euch bestätigt. Es kann sich sehen lassen, was die SPD in den letzten Jahren in der Bundesregierung geleistet hat. Ihr habt richtig gute Arbeit abgeliefert. Ohne euch gäbe es keine Stabilisierung des Rentenniveaus und keine Wiederherstellung der Parität in der gesetzlichen Krankenversicherung. Nur um einige Punkte noch mal zu nennen. Wie wichtig die Regierungsbeteiligung der SPD war, hat erst recht die aktuelle Pandemie gezeigt. Ohne euch gäbe es keine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes. Ohne euch gäbe es keine ambitionierten Konjunkturpakete und Wirtschaftshilfen. Keine Entlastung der Kommunen und der öffentlichen Verkehrsbetriebe. Es gäbe kein länger bezahltes Kinderkrankentagegeld und keine Hilfen für Familien und Bedürftige. Alles das hat die SPD der Union und den Arbeitgeberverbänden Punkt für Punkt abgetrotzt. Diese Erfolge sind eure Erfolge. Das, finde ich, kann nicht oft genug gesagt werden. Liebe Genossinnen und Genossen, jetzt kommt es aber darauf an, mit klarem Kurs den Blick nach vorne zu richten. Klar muss sein, dass die Lasten der Krise nicht auf dem Rücken der Beschäftigten abgeladen werden. Zugleich steht Deutschland und Europa vor den Herausforderungen, den Strukturwandel getrieben durch Dekarbonisierung und Digitalisierung erfolgreich zu bewältigen. In diesem anspruchsvollen Transformationsprozess brauchen die Beschäftigten Sicherheit und gute Zukunftsperspektiven. Natürlich ist das Klima wichtig. Den Klimawandel zu stoppen allein genügt aber nicht. Ein Green Deal gelingt nur mit einem Social Deal. Klimagerechtigkeit gelingt nur mit sozialer Gerechtigkeit. Dafür steht die SPD wie keine andere Partei. Dieses Markenzeichen müsst ihr mit aller Kraft und großer Geschlossenheit in den Vordergrund stellen. Wir sind uns einig, mehr soziale Gerechtigkeit gelingt nur mit hoher Tarifbindung, starken Mitbestimmungsrechten, einem Mindestlohn von 12 Euro und einem Bundestariftreuegesetz. Das habt ihr in eurem Wahlprogramm klargemacht. Und natürlich brauchen wir mehr Gerechtigkeit in unserem Steuersystem. Starke Schultern müssen mehr zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Und in einem weiteren Punkt, Genossinnen und Genossen, sind wir uns einig. Gerade die jungen Menschen brauchen gute Zukunftsperspektiven. Dazu gehört mehr Klimaschutz. Aber dazu gehört auch ein Recht auf gute Ausbildung. Ja, wir leben in bewegten Zeiten. Aber wir können die Zukunft solidarisch gestalten und unser Gemeinwesen für Veränderungen zukunftsfest machen. Dafür braucht es eine starke soziale Kraft in Deutschland. Dafür braucht es die SPD. In diesem Sinne, Glück auf!